Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft-Technik-Folge. Ich bin ja gerade am Grübeln. Wir müssen ja oben den Rotor von der Turbine noch austauschen und der muss ja auch repariert werden. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das hier machen. Hier ist schon so ein bisschen was gebastelt. Das da ist übrigens der Sender. Der schickt die Turtle los, wenn wir Sticky Resin brauchen. Das hier wird der Sender, ist ja jetzt noch nicht angeschlossen, der die Turtle los, andere Turtle los schicken wird, wenn wir Karotten brauchen, also wenn wir neues Beacon brauchen. Ja, und hier bin ich jetzt gerade am Überlegen, das ist vorbereitet. Das hier soll die diversen Loots aus der Mobfarm unten transmutieren. Und hier soll der Rotor repariert werden. Ich bin mir da noch nicht so hundertprozentig einig, ob das so klappen könnte. Ist der überhaupt fertig? Mal gucken, wo. Ach, den habe ich ja schon in der Tasche. Der ist fertig. Ja, gehen wir erstmal hoch. Tauschen den mal aus, damit er da wieder weiterlaufen kann. Habe ich jetzt einen Exportpass? Ja, Präzisionsexportpass. Der war schon konfiguriert, richtig? Nee. Warum war der noch nicht? Ich hatte im Kopf, das hätten wir schon gemacht. Zack, da rein. So. Jetzt mal wieder dahin. Moment mal. Ach so. Nee, da stimmt doch was nicht. Moment mal. Exportpass. Da muss ein Import hin. Was habe ich denn da gemacht, ey? Präzisionsimportpass. So. Zack. Dich nochmal da raus. So. Und davor den Exportpass. Und du sollst dann das da wieder reinschicken. Außerdem, wir brauchen die kaputten mal. Ja, ist egal, das landet ja im Netzwerk. Wird das jetzt verbinden? Müsste er. Den setzen wir wieder ins Netzwerk hier. So. Wird das jetzt verbinden, müsste er das austauschen. Oder auch nicht. Always active ist richtig. Ach, der arbeitet nur noch. Deswegen, der ist noch nicht ganz kaputt. Okay. Ja, da müssen wir nochmal wiederkommen, wenn das ganz kaputt ist und das nochmal austauschen. Wie komme ich denn dann am besten da dran? Das ist aber ein bisschen doof. Ja, okay. Naja, egal. Gucken wir mal, ob wir da unten weiterkommen. Hier ist nämlich mein Gedanke dann. Den kaputten Rotor hier reinsetzen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich probiere das aus. Wir machen hier einen Storage Bus hin. Auf den Storage Bus eine Ender.io Chest. Ähm
Ist das ein Exportpass? Jawohl. Dahin einen Exportpass. Der Exportbus soll. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich das gedacht hatte. Habe ich noch einen Exportbus? Nein. Ich brauche noch einen Präzisions-Exportbus. Export. Zack, gib her das Ding. So, dann brauchen wir Turbine, dies da, so, du sollst, nein, nicht das, hiervon. Wenn weniger als 8 da sind, exportieren, also sagen, dass der das exportieren soll. Und dieses Exportieren auch craften. So. Was hatten die da jetzt kurz hingeschmissen? Interessant. Hä? Ach so. Oh. Okay, so. Jetzt dürfte er nichts anderes mehr da reinschicken. Stimmt ja, der Storage-Bus, der knallt ja dann hier diverse Sachen rein. Theoretisch müsste der jetzt eins basteln. Gucken, ob das funktioniert. Da habe ich nämlich auch immer Probleme mit. Ich habe es aber jetzt noch mal kurz getestet mit Sandstein. Naja, bastelt es nicht. Warum hat denn der das bei dem Sandstein gemacht und hierbei nicht? Image when levels are below or equal to limit. Es sind 7 vorhanden, also müsste er eigentlich. Hoch. Okay, jetzt müsste er leuchten. Jetzt müsste er auf jeden Fall auch welche bauen. Gucken, gucken, gucken. Jawohl, das funktioniert. Okay. Dann brauchen wir eine Crafting-Karte. Jetzt weiß ich wieder nicht, welche das ist. Die, glaube ich, ne? Nein. Die? Nein. Die? Ja. Die soll den Turbinenrotor reparieren. Wobei wir gleich noch den kaputten brauchen, um das fertig zu konfigurieren. Der kommt dann dahin. Mal erlauben, dass die Karte da rein darf. So. Ach, fuck. Ich Idiot. So. Die Karte darf da rein. Zack. Dann muss der noch konfiguriert werden, dass dieser kaputte Rotor da reinkommt.
Und was braucht man noch? Ja, sonst eigentlich nichts. Den Rest macht er dann von selber. Theoretisch. Okay, probieren wir aus. Kommen wir jetzt aktuell sowieso nicht weiter. So, hier soll... Da brauchen wir Beacons. Beacons... So. Du sollst ein Signal geben, wenn wir weniger als mit Level zu liegen. Farben. Dann müsstest du jetzt aus sein. Jawohl. Dann stellen wir dich noch ein auf Farm Turtle. Somit ist das auch gesichert. Ja, und hier. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Da geht's jetzt. Wir kriegen ja aus der Farm unten. Das hier zum Beispiel. Ich tue mal wieder da rein. Nehmen wir jetzt einfach mal testweise nur die Goldrüstung raus. Da kommt noch mehr. Da kommt auch noch Stahl. Da kommt keine Ahnung was. So. Dafür brauchen wir eine Unificator-Karte. Das ist eine Zerstörer. Blick bei den Karten hier nicht mehr durch, dass die auch nur farblich voneinander getrennt sind. Das ist blöd. Das ist sie nicht. Moment. Nein. Gucken wir mal. Gott, wir brauchen eine. Beginn. Die darf ich nie da rausnehmen. So, ach, das war noch eine. Ah, okay. Die hellen sind also die ungebrannten. Zack. Wenn ich mich recht erinnere, war das Unifizieren mit... Nein, das Transportieren mit... Force. Nein, das ist Heat. Oh, Heat ist schlecht. Womit war denn das jetzt? Oh, Leute. Das habe ich jetzt vergessen. War das ein Force Lock? Na, das gibt nur Lumberjack. Lostorn? Slide, nein. Verdammt. Verzauberung heißt auf jeden Fall Force, das war er sich. Da. Zack. Ja, den Slot wollte ich nicht machen, aber ist egal. Jawohl. Dann wird er nämlich die Sachen automatisch Force transportieren. Sobald sie in der Kiste landen. So, brauchen wir noch einen Präzisions-Import-Pass. Import, Basic-Import, nein, Präzision, damit er nicht die Karte daraus zieht. Wo will ich denn damit? Einen Goldbarren, damit wir ihm sagen können, du sollst da Goldbarren rausziehen. Präzisions-Export, nicht Export.
Import, Präzisions-Import-Bus, zack, dahin. Gold sollst du importieren. Ach, das muss ein Fuzzy sein. Ah, verflucht. Oh, da geht die Frame gerade wieder hops. Warum das denn? Ah, gerade war sie so schön. Export, einen Fuzzy brauchen wir. Beginn. Mach. Jawohl, danke. Zack. So, und du sollst exportieren. Match any. Das. Und das. Schalten wir die erstmal ab, damit du das nicht sofort machst. Bam. Die da hin. Die da rein. Aber wenn wir das jetzt da reinschmeißen. Bing. Und wenn wir den jetzt aktivieren, dann müsste eigentlich aus dem Netzwerk alles. Jawohl. Und es wird automatisch alles umgewandelt. Sehr schön. Ich hoffe, das reicht hier mit den Bassen. Ich wollte von unten noch einen dran setzen. Ein Präzisions-Export-Bass. Für die anderen Sachen. Weil wir haben da ja, wie gesagt, noch mehr. Das zum Beispiel. Suchen wir mal nach Shane. Oh, noch eine Hose und noch die Schuhe und das gibt Iron, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bist du schon fertig? Hast du schon alles? Jawohl, können wir das hier neu konfigurieren. Zack. Die noch da rein. So, wieder rein mit dir und dir noch das gesagt. Da geht's schon los. Das ist ein Fuzzy Bass, damit er halt hier Match Any halt, damit der Schadenswert hier egal ist. Die Karte macht automatisch, dir ist das automatisch scheißegal, der Schadenswert. Komme ich jetzt da dran? Jawohl. Bei dir müssen wir noch sagen, dass du die rausziehen darfst. Klappt vorzüglich. Sollten dir vielleicht noch Stack-Modus machen? Jawohl, dann geht das nämlich auch schneller. Oh, was haben wir denn noch? Ich glaube, Stahl gibt es noch diverse Sachen. Stil, jawohl, Stil Sword. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das wirklich daher habe. Stil Boots. Nein, die nicht. Gold, haben wir auch ein Goldschwert? Nein, haben wir nicht. Ja, wüsste ich jetzt spontan nicht, was da noch so ist. Aber das muss man auch jetzt nicht machen. Oder ich muss es nicht live machen. Sagen wir es mal so. Ich bin mir bei dem Stahlschwert hier echt nicht sicher, ob das
unten aus der Farm kommt. Keine Ahnung. Ja. Geil. Zack. Ist das auf jeden Fall schon mal automatisiert. So, dann gucken wir mal, was unser Router sagt. Und ich gucke gerade auf die Clock. Oh, hey, das wird auch Zeit. Junge, Junge. So, was sagt der Rotor? Immer noch nicht so wirklich. Verdammt. Na gut. Aber ihr seht das Prinzip auf jeden Fall, was ich hier vorhabe. Ich werde das dann einfach mal machen, wenn es soweit ist. Und dann gucken wir nur noch, dass wir das hier unten geregelt kriegen. Ich denke mal, das klappt. Aber ich werde es euch ja dann sagen können. Also ich wüsste nicht, warum das nicht klappen soll. Es würde auch jetzt klappen. Wenn er genau den Wert erreicht, der da eingestellt ist, dann würde er rausziehen und austauschen. Aber muss ja nicht. Das muss ja halt erst sein, wenn es kaputt ist. Gut. Dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Wie immer. Ne? Ich hoffe das doch immer. Bleibt mir gewogen, bleibt mir treu und bis zum nächsten Part. Ciao. Oh, da war wieder FPS-Lag-Problem. Jawohl. Tschüss.